Wird RTL jetzt darüber nachdenken, Let's Dance für 2022 zu pausieren? Jetzt vermeldet die Produktion den nächsten positiven Corona-Test. Das hat sich RTL 2022 sicher anders vorgestellt. Der nächste positive Corona-Test trudelte bei der Let's Dance-Produktion ein. Wie Bild.de berichtet, ist Politikerin Caroline Bosbach positiv getestet worden. Die News-Webseite mutmaßt, dass sich die 32-Jährige bei ihrer Mutter angesteckt hat, die aktuell ebenfalls an Corona erkrankt ist. Let's Dance-Star Lilly zu sein Wittgenstein-Berleburg ebenfalls positiv, doch mit Carolines Zwangspause ist es nicht genug. Jetzt hat es auch das Unglückskind der diesjährigen Staffel erwischt, Lilly zu sein Wittgenstein-Berleburg, die heute erst ihren dritten Profi an die Seite gestellt bekommen hat, soll sich ebenfalls mit Covid-19 angesteckt haben. Das will die Zeitung aus Produktionskreisen erfahren haben. Offiziell bestätigt hat RTL diesen Vorfall noch nicht. Lillys Profi Andrzej Cibis ist bereits seit einer Woche in Quarantäne, seitdem tanzte Lilly zuerst mit Jimmy Solis und jetzt mit Robert Beitsch. Bei RTL hagelt es positive Corona-Tests. Die Liste der Corona-Erkrankten im Let's Dance-Umfeld wird immer länger. Den Start machte Juror Joachim Jambi, es folgten Hardy Krüger Junior, Andrzej Cibis, Malika Tschumev und Moderatorin Frauke Ludowig. Update 9. März 2022, und schon wieder ein Posting auf Instagram mit den Worten, muss für Show 3 pausieren, diesmal hat es Timo Ülker erwischt. Der GZSZ-Schauspieler wird am 11. März nicht wie gewohnt in Köln-Ossendorf antreten. Was RTL zu den vielen Ausfällen und dem Fanaufstand, dass sie die Show komplett pausieren sollen, sagt, unsere Produktion findet unter 2G+-Regelung statt und Freitag geht es weiter, heißt es auf Nachfrage der Nachrichtenagentur Spot On News.